Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Metroid Fusion und mit dabei ist mal wieder der Shinespark. Ja, cool. Hallo Shinespark. Machen wir uns mal auf in Sektor 2, würde ich sagen. Ja. Ja, wenn mein Gamepad funktionieren würde. Warte mal kurz. Ist vielleicht nicht ins Fenster geklickt. Doch, eigentlich schon. Nein. Komisch. Jetzt geht's wieder. Na egal. Komm, lassen wir. Lass mal drin. Passt. Ich weiß auch nicht, was es gerade hatte. Steuerkreuz wollte nicht so, wie ich wollte. Aussetzer. Aussetzer? Sowas kenne ich nicht. Ist mir völlig unbekannt. Ich habe nie Aussetzer. Ich bin immer voll dabei. Und stehe voll im Saft. So, Navigationsterminal. Ich kenne nun die Identität des rätselhaften Saboteurs. Samus. Es ist ein X, das sie perfekt nachahmt. Deshalb werde ich es künftig SRX bezeichnen. Sein Ursprung liegt offenbar in den Kapseln, in denen die infizierten Reste ihres Anzugs aufbewahrt wurden. Durch den Einsatz einer Powerbombe konnte es aus der Quarantänestation fliehen. Die Explosion zerbrach in den Kapseln mit X-Parasiten. Der Anfang dieses Desasters... Punkt. Doch unsere größte Sorge stellt momentan das SAX dar. Das SAX verfügt über ihre uneingeschränkte Kampfkraft. Bei einer Begegnung hätten sie nicht die geringste Chance. Rennen sie um ihr Leben, falls sie ihnen begegnen. Denken sie erst gar nicht da ans Kämpfen. Noch immer sind sie äußerst kälteempfindlich. Ein unerwarteter Nebeneffekt des Meteorit-Serums. Icebeam könnte sie wieder ein... könnte sie wie ein Meteorit einfrieren. Natürlich verfügt das SRX über einen Icebeam. Meiden sie es also. Nochmals, rennen sie davon, wenn sie es sehen. Das Hauptquartier hält im Datenraum die Bombendaten bereit. Bomben sollten ihnen helfen, einen Ausweg zu finden, falls sie dem SRX ausgeliefert sind. Hier finden sie den Datenraum. Allerdings ist er durch eine ebene Einschleuse abgeriegelt. Suchen Sie daher zunächst das Sicherheitsterminal auf, um die ebene Einsperre zu lösen. Es ist jedoch gemäß der Sicherheitsprotokolle nicht auf der Karte verzeichnet. Sie müssen es selbstständig finden. Suchen Sie zuerst das Sicherheitsterminal und lösen Sie die ebene Einsperre. Dann suchen Sie den Datenraum, um die Bombendaten zu erhalten. Sind diese Anweisungen klar? Ja, auch wenn ich ziemlich beschissen vorgelesen habe, sie sind trotzdem klar. Nehmen Sie sich vor dem SAX in Acht. Jo, machen wir. Ja, sollten wir irgendwie hinkriegen. Und wenn wir dabei sind, ich glaube, das letzte Abspann jetzt ist zwar noch nicht so lange her, aber zum Beginn der Mission kann es ja nicht schaden. Denn so langsam, glaube ich, hören dann auch meine Kenntnisse des Spieles auf. Hier muss ich mich... ich kann nur 40 Missiles, glaube ich, gerade tragen. Mhm. Ja. So. Genau. Ja, ich laufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hinlaufen soll. Ja, du hast ja jetzt dieses Sicherheitsterminal, musst du ja nur noch auf eigene Faust finden. Ja, genau. Also ist aber nicht so gut versteckt. Ich meine, das, was du jetzt auf der Karte siehst, das ist ja relativ überschaulich. Aber der Sektor ist noch um einiges größer, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Den Kameraden kennen wir schon, aber ein bisschen Energie könnte ich gebrauchen. Ja, sehr gut. Ja, sagte ich ja vorhin schon, die Energie geht also von den Treffern von Gegnern, die nehmen einen schon ziemlich gut mit. Mhm. Ja, ich merke es. Selbst so bei Standardfeinden mit 3, vielleicht maximal 4 Treffern ist locker ein Tank weg. Und dann halt auch das, dass du durch diese gelben X-Parasiten kriegst, wäre jeweils mal nur 10 Einheiten wieder zurück. Krass, das waren jetzt fast 50 Einheiten oder 45 oder sowas, die ich gerade wegbekommen habe. Bei der Berührung mit diesem Stachelvieh gerade. Ebene 1 Schleuse. Ja, ich habe gesehen, unten links war eine Tür, wo ich hätte reingehen können.
Hier ist aber auch eine. Das ist ätzend, wenn man nicht so richtig weiß, wo man eigentlich richtig ist. Tja, das ist halt eben Metroid, ne? Weil wohl dieses Spiel ja eigentlich dir schon immer ziemlich genau angibt, was du das stimmt, ja. tun musst. Also das stimmt. Sollte man sich eigentlich nicht beschweren. Und ja, die ja auch wieder diese Hintergrundgrafiken oder sowas, das sieht einfach mal noch wirklich herrlich aus. Das stimmt. Die ganzen Details da. Das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Wohl fast schon ein bisschen verwirrend hier, ne? Hier ist echt viel los. Mhm. Wow, es ruckelt gerade ein bisschen. Aber passt wieder. Keine Ahnung, vielleicht muss gerade ein neuer Sektor auf meiner Festplatte beschrieben werden oder sowas. Warum laufe ich die ganze Zeit mit dem aufgeladenen Beam rum? Spiele ich Mega Man oder was? Das könnte ich auch mal machen, ne? So, damit hast du die Schleusen geöffnet. Oh, es ruckelt gerade wie Sau. Kriegst du das eigentlich mit? Wie ist eigentlich das Bild bei dir? Es ist eigentlich ganz gut. Ich sehe jetzt nur von dem Ruckeln nicht viel, weil bei mir ist die Framerate allgemein wegen der Übertragung mal ein bisschen schlechter als Ach so. Du sie natürlich siehst. Okay. Ich sehe wohl von Fraps oben den Frame-Zähler. Ich denke, daran kann ich das so ein bisschen... Ja, also die war gerade bei 5 oder sowas runter. Ja. Nicht ganz so pralle. Jetzt hat es sich wieder regeneriert. Keine Ahnung, was los war. Vielleicht wollte er es auch... Nee, jetzt geht's wieder los. Vielleicht will mein Rechner jetzt auch irgendwelche Updates oder sowas. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Es ist nicht so toll. Was irgendwie doch sehr behäbig gerade... Geht, jetzt geht's wieder, aber egal, wir können uns auch gerne über was anderes unterhalten als über meine Framerate. Weil so wie es scheint, könnte ich noch Stunden weiter drüber reden. Was mache ich jetzt aber nicht, aus Protest nicht. Ja. Zumindest weißt du, wo du hin musst. Ja. Im Haus hat bestimmt irgendwo noch was versteckt. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber auch das irgendwo rechts deiner Wand kannst du euch mit deiner Missile was aufschießen. Hier? Muss man irgendwie die ganze Wand abklopfen da mit Missiles. Kannst ja, du bist ja in der Nähe von der Regenerationsstation da. Oder ist das links? Probier mal links unten da. Oder spring mal als Morph-Boulder, spring mal da die Wand hoch, dann drückst du in der Luft wieder zweimal nach unten und dann nach rechts irgendwo vielleicht. Oder kann sich da irgendwo festklammern oder so. Oder du musst später nochmal hingehen, wenn du die Bomben hast. Genau, wollte gerade sagen, die Morphball-Bomben machen wahrscheinlich. Moment, hier oben war ich doch schon. Klar, komm ich daher. Machen wahrscheinlich auch andere Türen auf, oder? Oder andere Wände kaputt als jetzt. Ja, so, genau. Sowas zum Beispiel wahrscheinlich, ne? Oder? Das sieht mir auch nach Morphball aus. Guck mal da oben hier. Ja, da ist es glaube ich nur so ein Block. Wenn du da drauf trittst, dann fällst du da durch. Okay. Aber das könnte einer für eine Bombe sein. No. So, dann gehe ich jetzt... Ja, hier war ich nämlich eben noch nicht drin. Dann gehe ich mal hier rein. Los. Feiertag. Das sieht auch so verdächtig aus hier. Ja. Das sollte ich mir alles mal merken. Das auch. Sieht alles verdächtig aus. Das Spiel ist verdächtig. Metroid Suspicion. Das ist,
mit dem Merken, das erinnert mich an das Castlevania-Spiel Mirror of Fate, weil da hast du tatsächlich so eine Funktion auf der Karte, da kannst du dir Notizen dahin packen, zu Orten, wo du irgendwie was gefunden hast, aber aufgrund einer fehlenden Fähigkeit noch nicht weiterkommst. Ich weiß nicht, was ich von sowas, von so Notizfähigkeiten eigentlich halten soll. Weil im Grunde genommen wünscht man sich sowas ja immer, ne? Na, guck mal hier. Weil, ich habe gar nicht vorgelesen, was wir jetzt machen können, ne? Wir können jetzt hier die Bomben legen. Und, sagte ich schon. Aber die Wand sah von vornherein anders aus, ne? Als, wo wir hier. Ja, ich glaube, da sieht jetzt so einiges anders aus. Warum sehen die denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Die müssen noch so. Vielleicht war da irgendjemand unterwegs und hat ein wenig Unheil gestiftet. Winkt mit dem Zaunpfahl. Wer könnte das denn sein? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß dein Computer mehr. Ja, ich sollte mal fragen, ha? Aber guck mal da, wir kriegen ganz viele neue Karten. Ich muss nochmal zurück. Guck mal. Weißt du warum? Weil rechts auch noch eine Tür war. Ja, richtig. Ja, nicht nur eine Tür, sondern auch ne, hier so ein Gang, wo ich hin konnte. Und dahinter schien mir eine Sackgasse zu sein. Und die will ich natürlich erstmal überprüfen. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann es sehr gut nachvollziehen. Aber ich komme hier nicht rein. Scheiße. Ich komme nicht rein. Doch klar, du kannst doch, wenn du eine Bombe legst, dann springst du automatisch hoch. Als Morphball. Ah. Ja, genau. Einfach mal wegrollen. Ich glaube, da. Ne, da links an der Wand. Ah, ne, da. Ich glaube, da kommst du auch nicht mehr durch. Hier hat sich wirklich einiges verändert. Hat man eben ja einen Rums gehört eigentlich? Man müsste auch so einen Rums gehört haben, ne? Ja. Oh, warum habe ich das nicht eben direkt mitgenommen? Super überflüssig. Ah, ich glaube, hier ist es. Na, werdet ihr wohl? Die treffen mich doch 100 pro. Ah. Sie kannst du, wenn du da geduckt wärst, hältst du vielleicht diagonal. Oh Mann, deine Energie geht zur Neige. Ja. Der besorgniserregenden Ausmaß. Ich sollte mal abspeichern. Ja. Denn das Spiel hat keine Checkpoints, also wenn du stirbst, dann musst du zum letzten Speicherpunkt zurück. Was ich echt ziemlich cool und geradezu erfrischend finde. Oh ja. Ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen. What if Retro Games had features we now know from common games. Haben sie dann gezeigt, so am Beispiel von Castlevania, von dem ersten Castlevania auf dem NES. Du sammelst das erste Peitschen-Upgrade auf und kriegst gleich ein Achievement dafür, oder du bist drei Schritte vorwärts gegangen und hast unten in der Ecke so ein Symbol, was sagt Checkpoint und automatisch speichern und all sowas. Eigentlich ziemlich traurig, ne? Aber es war echt schon für so einen guten Lacher war das echt gut. Klar. Da sammelst Peitschen-Upgrade auf, kriegst dann irgendwie so ein Achievement, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das noch nannte. Da kriegst du gleich schon mal schön eins in den Arsch gesteckt. Nur weil du so ein Upgrade aufgesammelt hast. Mist. Achso, ich komme ja sowieso nicht runter. Ich hätte hier lang gemusst. Achso, verstehe. Es ist nicht so ein Riesenlabyrinth, wie es den Anschein da hat. Ja, es sieht verwirrender aus, als es ist. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Thank you.
Hier nicht wirklich, ne? Ich könnte echt mal so ein kleines, so eine Lebensregeneration vertragen. Ja. Oder du stößt vielleicht zufällig auf einen Energietank. Ja, das wäre auch super. Aber da bin ich vermutlich eher auf deine Hilfe angewiesen. Huch. Aber der blaue Kollege da, der ziemlich viel vertragen kann. Ich glaube, der hinterlässt einen roten X-Parasiten. Wenn ich mich nicht irre. Der ist auch ein bisschen schnell. Ja, der, je öfter du ihn triffst, desto schneller wird er. Und der verträgt ziemlich viel, wie ich schon sagte. Ah, ja. So geht's doch schon wieder viel besser. Ja. Also dafür, dass wir schon so ziemlich lange eigentlich mal überlegt haben, dass wir mal ein Projekt zusammen machen müssen, ist es doch ziemlich spät gekommen eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Obwohl wir haben ja, also das war zwar nicht direkt ein Spielprojekt, wir haben ja den Podcast aufgenommen und genau. Nicht so verachten. Du warst ja auch bei Resident Evil 4 dabei. Was du ja jetzt sagen kannst. Weil ja, die Folge wahrscheinlich eher hochgeladen sein wird als das hier. Daran habe ich jetzt mal, das habe ich jetzt mal so als gegeben vorausgenommen. Ah. Aber es sind ja nicht mehr so viele Folgen. Nee, es sind Folge kommt. Echt nicht mehr. Ein Gast ist noch vor dir da und wenn der Gast fertig ist, danach bist du direkt. Ah, okay. Du bist ja schon ungefähr bei der Hälfte jetzt so, ne? Oder? Ja, ungefähr so. Könnte man so sagen. Also das Burgkapitel ist jetzt nähert sich immer mehr dem Ende. Also die Hälfte des Burgkapitels jetzt und danach die Insel hab's ungefähr. Mhm. Ungefähr so die Hälfte.